Millionen Jahre liegt es zurück, dass die letzten magmatischen Schmelzen hier aufgestiegen sind. Seitdem sind die Hegau-Vulkane erloschen. Vom Hohen Twiel, dem wohl bekanntesten Überbleibsel von Gottes Kegelspiel, fällt der Blick auf Singen und den nördlichen Bodensee. Wo einst Lavaströme glühten, wächst heute der Wein. Die Landschaft des Hegaus erstreckt sich vom Bodensee und der Aachquelle bis zur Donauversickerung im Südwesten der Schwäbischen Alb. Hier wird der Fluss unterirdisch angezapft und zur wasserreichsten Karstquelle Deutschlands, dem Aachtopf, umgeleitet. Ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, dass Wasserscheiden und Flussnetze steten Veränderungen unterworfen sind. Das gilt besonders für das Mittelmiozän, in dessen Verlauf sich die tektonischen Bewegungen in Südwestdeutschland verstärkten. Im Verlauf dieser geologischen Epoche, vor knapp 20 Millionen Jahren, wurden durch diese tektonischen Bewegungen auch intensive vulkanische Aktivitäten ausgelöst. Da die Eruptionen teilweise mehrere Millionen Jahre vor dem Einschlag des Ries-Meteoriten einsetzt, kann ein Zusammenhang ausgeschlossen werden. Kurz hintereinander, zumindest für geologische Verhältnisse kurz, denn dazwischen lagen jeweils etwa 1 Million Jahre, entstanden die Vulkanfelder des Schwäbischen Vulkans im Raum Urach-Kirchheim, der Kaiserstuhl und die Hegau-Vulkane. Am Kaiserstuhl und im Hegau kam es auch zu magmatischen Eruptionen und Lavaergüssen. Der Vulkanismus im Hegau hielt mit unterschiedlichen Aktivitätsphasen 10 Millionen Jahre an und seine Relikte formen die Landschaft bis zum heutigen Tag. Aber diese Landschaft, wie sie sich heute präsentiert, wurde im Laufe der letzten Jahrmillionen mehrfach überformt. Nicht nur der Vulkanismus, sondern auch Erosion und Ablagerung, insbesondere während der letzten Eiszeiten, waren entscheidend an ihrer Herausbildung beteiligt. Im Mittelmiozän entwickelte sich, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der tektonischen Absenkung des Oberrheingrabens, ein intensiver Vulkanismus im Hegau-Gebiet. Etwa ein Dutzend Vulkane brachen aus und lagerten mächtige Tuffschichten ab. Wind und Wetter erodierten aber die Vulkankegel. Und das ganze Gebiet wurde außerdem von den gewaltigen Schuttfächern der Molasse bedeckt. So bezeichnet man die Gesteinsschichten aus Lockermaterial, die während der Alpenheraushebung im nördlichen Alpenvorland abgelagert wurden. Vor den Eiszeiten war das Hegau also eine von flachen Kuppen durchsetzte Hochebene. Die großen Gletschervorstöße wirkten aber wie ein gewaltiger Hobel. Sie trugen die Schuttmassen der Molasse und die vulkanischen Tuffdecken ab und präparierten die Magmakerne der ehemaligen Hegau-Vulkane heraus. Der Hegau-Vulkan, bei dem die Schlotfüllung in beispielhafter Weise durch die glaziale Erosion herausgearbeitet wurde, ist der Hohen Krähen. Er ragt 5 Kilometer nördlich von Singen, unmittelbar neben der A8, in die Höhe. Auf einem Gipfelplateau liegen die Ruinen der Burg Hohen Krähen, die um 1200 erbaut wurde, ein rechtes Räubernest war und mehrfach niedergebrannt wurde. Der 644 Meter hohe Berg besteht aus Phonolith, dem sogenannten Klangstein, einem vulkanischen Gestein, das für die östlichen Vulkanschlote des Hegaus kennzeichnend ist. Vom Hohen Krähen fällt der Blick von der Nordseite auf den nahegelegenen Mägdeberg und den weiter nördlich aufragenden Hohen Heven.
Der eine ist aus Basalt, der andere aus Phonolith aufgebaut. Verschiedene Fundstellen im Hegau lassen darauf schließen, dass sich in den erloschenen Vulkanschloten zum Teil Marseen bildeten. In diesen entwickelte sich eine einzigartige Flora und Fauna, die aufgrund der Ablagerungsverhältnisse oft besonders gut dokumentiert werden konnte. Einen ganz groben Eindruck davon, wie ein solcher Marsee ausgesehen haben könnte, vermittelt der Höveneck. Er liegt ziemlich weit im Norden des Hegau-Gebietes, zwischen dem Dorf Mauenheim und Immendingen an der Donau. Der Höveneck gehört zu den Basaltvulkanen und hier wurde früher Basalt für den Straßenbau abgebaut. Durch den Abbau, der bis 1979 andauerte, entstand ein 65 Meter tiefer Krater. Nach der Stilllegung des Steinbruchs bildete sich ein durch Regen und Grundwasser gespeister See. Beim Abbau des Basalts auf dem Höveneck wurden auch wichtige Fossilfunde in der Nähe gemacht, zum Beispiel der eines Urpferds, das heute im Naturkundemuseum Karlsruhe aufbewahrt wird. Der Vulkanismus im Hegau hielt, mit Unterbrechungen, über fast 10 Millionen Jahre an. Also nahezu doppelt so lange wie beim Schwäbischen Vulkan oder beim Kaiserstuhl. Er weist eine größere Komplexität und klar unterscheidbare Ablaufphasen auf. Das lässt sich am vulkanischen Aufbau des Hohen Twiel, des bekanntesten Hegau-Vulkans, gut verdeutlichen. Nur in den ersten 3 Millionen Jahren erreichten die Eruptionen, die vor etwa 15 Millionen Jahren einsetzten, die Oberfläche. Die vulkanische Asche bildete einen Tuffkegelberg, den Urhohen Twiel. Vor etwa 8 Millionen Jahren kam es zu einer zweiten Phase der vulkanischen Tätigkeit. Allerdings erreichte das Magma nicht mehr die Oberfläche. Es bildete einen Schlotpfropfen aus Phonolith, der in den Tuffdeckenschichten stecken blieb. Diese Tuffschichten wurden aber einerseits von Wind und Wetter abgetragen, andererseits von den Schuttfächern der Molasse zugeschüttet. Erst die mächtigen Gletscher der Eiszeiten, im Hegau insbesondere der Rheingletscher, überformten das Gebiet und trugen das Lockermaterial wieder ab. Dabei wurde auch der Phonolithkegel des Hohen Twiel herauspräpariert, auf dem heute die Ruinen der Feste Hohen Twiel stehen. Den Bergfuß bilden Tuffdecken. Auf ihnen liegen die höchstgelegenen Weinberge Deutschlands. Sie reichen bis auf 562 Meter und gehören zum Weingut Vollmeier und zum Staatsweingut Meersburg. Der Blick vom Hohen Twiel nach Westen fällt direkt auf den Doppelgipfel des Hohen Stoffeln. Ursprünglich hatte der Berg 3 Gipfel, der nördlichste wurde aber durch den Basaltabbau abgetragen. Dieser wurde 1939 eingestellt und der ganze Berg zum Naturschutzgebiet erklärt. Heute kann man bei den ehemaligen Steinbrüchen noch gut die charakteristischen säulenförmigen Ablagerungsformen des Basalts erkennen.
Zwei der ehemaligen drei Burganlagen auf den Hohenstoffeln sind dem Abbau zum Opfer gefallen. Von der letzten Burg findet man noch vereinzelte Mauerreste mitten im Wald. 5 Kilometer nördlich des Hohen Twiel liegt die Kleinstadt Engen mit ihrem Hausberg, dem Hohen Wehen. Die historische Altstadt wurde seit den 70er Jahren vollständig renoviert und erstrahlt geradezu in hochmittelalterlichem Glanz. Engen hat ein sehenswertes Stadtmuseum, in dem auch viele Steinzeitfunde aus dem nahegelegenen Brudertal aufbewahrt werden. Die von dem Amateurarchäologen Peter in der Zwischenkriegszeit ausgegrabenen Kunst- und Gebrauchsgegenstände zeugen davon, dass hier vor etwa 12.000 Jahren Menschen siedelten. Damals war das Eis der großen Gletscher so weit zurückgegangen, dass tundraähnliche Verhältnisse herrschten. Die 2 Kilometer zum Fuß des Hohen Heven sind mit dem Rad schnell zurückgelegt. Der Hohen Heven gehört zu den westlichen Basaltvulkanen. Am Bergfuß komme ich an einer großen Kiesgrube vorbei. Hier wird das Material abgebaut, das die Gletscher und Schmelzwasserströme der letzten Eiszeit abgelagert haben. Der Hohen Heven, der mit 846 Metern der zweithöchste der Hegauberge ist, war aber wohl niemals ganz von Eis bedeckt, sondern ragte selbst auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit als Nunatak aus dem Rheingletscher empor. Auf dem Gipfel des Hohen Heven steht die gleichnamige Ruine, in die heute ein Aussichtsturm integriert ist. Von hier hat man einen schönen Blick über die alten Vulkankegel, die sich im Süden vor dem Bodensee aufreihen. Hohenkrähen, Hohentwiel und Hohenstoffeln. Als sie in ihrer Jugend Feuer spielen, da lag selbst die Herausbildung des Bodensees noch in ferner Zukunft.